In Deutschland leben etwa 5,3 Millionen Hunde. Viele Menschen haben sich aus Liebe zum Tier für den vierbeinigen Hausgenossen entschieden. Aber welche Bedeutung hat der Mensch für den Hund? Ist er der Brötchengeber? Der Schlafplatzanbieter? Oder der Gebieter für die Einhaltung der Gesetzesvorschriften mit dem Wortlaut: Ein Hund darf weder Menschen noch Tieren Schaden zufügen. Leider sind dem Hund diese Vorschriften nicht bewusst und auch nicht in seiner Genetik verankert. Trotzdem muss er sie befolgen. Daraus ergibt sich die Frage: Wie kann der Mensch seinem Hund klarmachen, diese Forderungen zu verstehen? Gudrun Feldmann ist Verhaltensforscherin und Gründerin des Instituts Feldmann von Schröder für Verhaltensforschung. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Analyse und Verhaltensschulung von Hunden und Katzen. Wir Menschen müssen im Umgang mit dem Hund das Verhalten des Hundes beobachten, interpretieren und richtig darauf antworten. Und zwar so, dass uns der Hund versteht. Hallo, mein Name ist Yvonne. Ich bin heute hier mit meiner Dobermann-Hündin Sadie. Sadie ist 2,5 Jahre alt. Sadie habe ich bekommen mit 10 Wochen als Welpen. Sadie ist sehr ängstlich, alles, was sie nicht kennt, und macht ihr sehr viel Angst und wird erstmal angebellt und angeknurrt. Auch sollte sie mitkommen ins Büro. Mein Chef hat da nichts dagegen gehabt, dass sie jeden Tag dabei ist. Geht aber leider auch nicht, denn jeder, der ins Büro reinkommt, wird leider angebellt und angeknurrt. Und die Leute haben teilweise dann auch ein bisschen Angst natürlich vor ihr. Außerdem hat Sadie Probleme mit fremden Hunden und es ist deshalb fast unmöglich, mit ihr spazieren zu gehen. Wir haben jetzt Sadie gesehen. Wir haben gesehen, wie Sadie mit ihren Emotionen nicht umgehen kann, wie sie nicht weiß, was sie tun soll, ausklingt, aggressiv ist, in der Leine hängt. Frauchen weiß genauso nicht, was sie tun soll. Und so haben wir eigentlich einen Kampf. Und der arme Hund wird ständig stranguliert und kämpft noch immer mehr. Er kämpft eigentlich darum, dass es endlich aufhört, aber er macht es immer nur schlimmer. Wenn wir jetzt das Halsband wegnehmen und ihm ein Geschirr anziehen, dann denke ich, wird der Hund besser verstehen, dass ohne Kampf alles leichter ist. Gudrun Feldmann übernimmt jetzt Sadie und versucht über geschicktes Laufen die Aufmerksamkeit des Hundes zu erhalten und herauszufinden, was mit Sadie los ist. Wenn Sie mich so beobachtet haben, haben Sie gesehen, das Hauptproblem bei Ihrem Hund ist, er sieht etwas, sagt, da will ich hin, damit er es erreicht, springt er. Ich halte ihn aber zurück und jetzt muss der Hund lernen, das hat keinen Sinn zu springen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das dem Hund beibringen, dass er diese Springerei lässt und trotzdem zufrieden ist, also diesen Kampf lässt. Dann können Sie nämlich erst wieder wirklich mit Ihrem Hund sprechen. Das Wesentliche, was wir bei unseren Hunden in der Erziehung brauchen, ist, dass die Hunde überhaupt uns erstmal wahrnehmen als Sozialpartner. Erst braucht der Hund das Vertrauen zu uns Menschen, dann muss er sehen, dass er uns respektiert. Und wenn er uns respektiert, dann erst können wir in die soziale Verbundenheit einsteigen. Soziale Verbundenheit? Wie sieht das denn aus, wenn ein Mensch mit einem Hund sozial verbunden ist? Wenn wir mit Hunden umgehen, müssen wir Menschen lernen, das Verhalten der Hunde zu erkennen und richtig zu interpretieren. Und die Antwort, die wir darauf geben, entsprechend setzen, so, dass uns der Hund versteht. Nach der Arbeit mit Gudrun Feldmann hat Sadie gelernt, Vertrauen zu entwickeln. Sie bleibt jetzt ruhig, wenn sie fremden Hunden begegnet. Und im Büro hat sie gelernt, auf einer Decke zu liegen und hält jetzt die Nähe zu anderen Menschen aus. Für ihre Besitzerin eine ganz neue Erfahrung. Ich habe ein gutes Gefühl dabei gehabt und ich fand es auch schön mit anzusehen, wie sie eigentlich sich auf sie eingestellt hat und auch mitgelaufen ist. Sie war zwar ab und zu noch ein bisschen stur, aber es hat sich ja gegeben. Also ich bin erfreut, wie das gelaufen ist.